Herbst und Winter versprechen Reisenden oft niedrige Preise, mehr Ruhe, gepaart mit klarer, frischer Winterluft und verschneiten Landschaften. Nicht jeder denkt gleich an einen Campingurlaub. Doch in der heimischen Campingszene ist Campen im Winter gerade ein Megatrend. Um innovative Campingtrends im Jahr 2024 geht es auch in der aktuellen Camping-Revue-Ausgabe. Sabine Fuß vom österreichischen Campingclub kann uns gleich mehr darüber berichten. Hallo Sabine. Hallo Martina. Fangen wir mit der Titelgeschichte an. Bunte Welt. Ihr wart, glaube ich, in Düsseldorf unterwegs und habt uns da ein paar Neuheiten vom Caravansalon mitgebracht. Genau, also wir haben uns umgesehen auf der großen Leitmesse in Deutschland, wo alljährlich die Neuheiten präsentiert werden, was die Campingbranche betrifft. Und haben da eine Zusammenfassung geschrieben in dieser neuen Ausgabe der Campingrevue. Viele dieser Neuheiten wird es auch am Caravansalon in Wels zu sehen geben, der in Kürze stattfindet, nämlich am 18. Oktober startet der. Und da gibt es ganz interessante Dinge zu sehen. Also es gibt viele kleine Wohnwagen, die im Leichtbau mittlerweile gebaut werden, die man auch an Elektroautos anhängen kann. Es gibt aber auch ganz innovative Ideen, was Dachzelte betrifft. Also da gibt es elektrische Camper, die mit einem Dachzelt ausgestattet sind. Und da kann man jetzt schon ganz umweltfreundlich auf diese Art und Weise seinen Campingurlaub gestalten. Eine weitere Geschichte ist ja eine Frau allein wandernd in Jordanien. Das ist jetzt nicht wirklich alltäglich. Eine Kollegin von dir, nämlich die Susanne, hat dieses Abenteuer gewagt. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Genau, die Susanne, die ist eine passionierte Trailläuferin und immer gern auch abseits der normalen Laufstrecken unterwegs. Und diesmal hat sie sich nach Jordanien begeben und ist dort in Richtung Petra marschiert, ganz alleine mit dem Zelt und hat da wirklich viele tolle Eindrücke mitgebracht. Und diese berichtet sie auch in dieser Ausgabe. Kommen wir zum Schluss noch zu den Campingplätzen. Ihr habt euch zwei ganz besondere herausgegriffen, nämlich zwei FKK-Campingplätze in der Provence. Ja, genau. Einer unserer Redakteure war in der Provence unterwegs und wir wissen ja aus vielen Mitgliederanfragen, dass es ganz viele Camper gibt, die gerne der Freikörperkultur frönen. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir da zwei sehr schöne Campingplätze in Frankreich vorstellen können. Vielen Dank, liebe Sabine, für diese interessanten Eindrücke. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen der aktuellen Campingrevue, die Ihnen dieses Mal 30 Seiten innovative Campingtrends liefert. Alles rund ums Thema Campen finden Sie wie immer online auf der Homepage des österreichischen Campingclubs.